Schwerin. Liebe Anne Lisette, lieber Andreas Kolber, liebe Freunde der Otto-Galerie, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute größtenteils gut erholt und nach der Sommerpause zu unserer neuen Ausstellung in der Otto-Galerie begrüßen zu dürfen. Wie Sie schon aus den Ankündigungen entnehmen konnten, ist Annette Selle ein echtes Berliner Kind. Geboren auch, gell? Hat auch das Studium der Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee absolviert und Berlin ist bis heute ihr Lebensraum geblieben. Durch ihre zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen sind aber viele ihrer Werke verstreut und befinden sich in teils privaten, teils öffentlichen Kunstsammlungen in Deutschland, Frankreich und den USA. In ihrem Katalog aus dem Jahre 2014 heißt es zutreffend unter dem Titel Lieder aus Farbe, Zitat: Ihr Werk und Ihr malerischer Erzählstrom werden von einem sichtbaren Rhythmus getragen. Sie, also Ihre Bilder, schweben zwischen Figur und Abstraktem, zwischen dem Zeichenhaften und der Reduktion der Form, zwischen dem Erzählbaren und dem Musikwerden der Motive. Gleichzeitig lockt uns die Malerin unter ihre aufgekratzten, aufgebrochenen Farbschichten, um das bloß ästhetisch oder formal Wahrgenommene zu einer neuen inhaltlichen Kategorie werden zu lassen. Zitat Ende. Wie allerdings die Bekanntschaft mit Andreas Theurer erfolgt ist, die sich schon mehrfach erfolgreich in gemeinsamen Ausstellungen gefestigt hat, sollten uns die beiden selbst erzählen. War es vielleicht in der Galerie Tramin und Busch in Berlin, wo beide auf zahlreiche Schüler und Schülerinnen von Lothar Fischer getroffen sind? Eine haben wir hier auch, die Pomona Zypsa. Vielleicht erklären Sie das Rätsel noch. Nun aber zu Andreas Theurer. Geboren in Göppingen, absolvierte er das Bildhauerstudium bei Karl-Henning Seemann und Alfred Rittlinstein an der Kunstakademie Stuttgart und bereiste schon früh die damalige Sowjetunion, Japan, China und Tibet. An der TU Braunschweig war er nach dem Studium 5 Jahre Assistent, ehe er sich in Berlin niederließ und damit gewissermaßen zum Wahlberliner wurde. Zunächst als Freiberufler, Anfang der 90er Jahre aber als Lehrbeauftragter an der HDK in Berlin. 1993 erhielt er einen Ruf an die Hochschule Anhalt in Dessau, wo er bald zum Dekan ernannt wurde. Offensichtlich aber packte ihn immer wieder das Fernweh, so habe ich das nochmal etwas. Denn 2002 veranstaltete er einen Workshop an der Universität Kabul, wurde dort 2003 Gastprofessor. 2006 nahm er an einem Symposium am Modern Art Museum im türkischen Antalya teil und so weiter und so weiter. Ein vielgereister Teurer. Die Reihe seiner Ausstellungen ist sehr lang und auch die Liste seiner Arbeiten in öffentlichen Museen und Sammlungen, wie auch in München in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Darüber hinaus stehen seine Skulpturen auch auf öffentlichen Plätzen, meist in kleineren Städten. Abschließend möchte ich Fritz Jacobi zitieren, der den Künstler wie folgt charakterisiert. Zitat: Im Verhältnis von Körper und Raum suchte Theurer eine Gestaltungsform, in der das Plastische einerseits als reale Gegebenheit mit all ihren körperlich-haptischen Eigenschaften zum Tragen kommt, andererseits aber auch als visuelle Erscheinungsform des Dreidimensionalen wahrgenommen wird. Es geht dem Bildhauer und Objektkünstler Andreas Theurer im übertragenen Sinne um eine Entschwerung der Skulptur und gleichzeitig um den Hinzugewinn einer offeneren Betrachtungsart, gleichsam um eine neue Mehrschichtigkeit plastischen Begreifens. Zitat Ende. Ich hoffe nun, beide Künstler äußern sich selbst noch ein bisschen zu ihren Arbeiten und vielleicht haben auch Sie noch die ein oder andere Frage. Ich gebe das Podium frei an die Künstler und möchte noch darauf hinweisen, dass wir wie immer den Abend ausklingen lassen im Restaurant Ginger gegenüber. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie beim Betrachten der Arbeiten zweier hochinteressanter Künstler einen Gewinn mit nach Hause nehmen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie habt ihr euch kennengelernt, ihr zwei? Wir haben zusammen ausgestellt. Eine Kuratorin hat uns zusammengeführt. Ah ja, in Berlin, im öffentlichen Raum. In einer Galerie in Spandau. Sind wir zu dritt oder zu viert? Nein, haben wir damals eine Ausstellung gemacht und Annette und ich haben gedacht, wir passen müssen.
die Arbeiten, auch so äußerlich natürlich, aber auch die Arbeiten, und wie ging es mehr, die passen gut zusammen. Und dann kam, glaube ich, also ich kann das ganz direkt sagen, ich glaube, Sie waren im Gespräch miteinander. Ja, wir waren und, seit 2002 haben wir das erste Mal uns getroffen. Sagten Sie offenbar zu Annette, ja, dann machen wir jetzt die Ausstellung, dann suchen Sie sich ein Bildhauer. Und dann das sagte ich Annette, vorschlagen. Dann ist er der Richtige. Ja, hatte ich kein Problem. Ja. Das war ganz schnell entschieden. Sehr schön. Ja, wenn jemand noch was fragen will oder auch persönlich fragen, was gibt es jetzt, also eröffnet. Wir haben ein paar Arbeiten, wo wir wirklich denken, dass Sie, wo wir als Künstler, denke ich, froh sind, dass Sie zusammen sind. In dem Raum da drüben, Annettes Bild und die Holzarbeit. Du meinst in den nächsten Raum? In den nächsten Raum, ja. Ja, man hat den Blick so drauf. Tausende kleine Kombinationen mit den beiden sehr strukturierten, ja, Flächen. Ich denke immer, die Arbeiten steigern sich zusammen, haben viel gemeinsam. Manchmal habe ich ehrlich gedacht, wie Sie diesen Text jetzt von der Annette beschrieben haben, was die Abstraktion und das Maß und Grad der Abstraktion betrifft, das könnte ja auch zu mir geschrieben sein. Ja? Und das ist, was im Grunde uns so gut zusammenführt. Ja? Sehr schön. Vielen Dank.